Herzlich willkommen zur Folge 8 der Boxing School. Wir waren erstmal stehen geblieben, dass Miller seinen zweiten Ranked-Kampf hatte und sich somit wieder zur Spitze getrieben hat. Blake hatte auch wieder einen Ranked-Kampf, wird sich auch jetzt schon zum nächsten anmelden. In 4 Tagen wäre er dann und den würde ich auf jeden Fall sagen. Wir haben 8000. Wir kaufen einen neuen Miro. Dann würde ich sagen, heißt, die beiden schicken wir nach Hause und lassen die gleich den nächsten Tag schön weiter trainieren. Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt vorgenommen, denn in 4 Tagen ist der Kampf. Wir brauchen noch ein bisschen Schaden. Wir machen, ich sage jetzt mal, 25 Schaden wäre nicht verkehrt und dann halt noch ein bisschen auf 4 zu gehen, dass wir knapp mit 100 hier hingehen und mit 25 Schaden rein. Bei 18 Speed ist für die Elo, ich denke mal, erstmal ausreichend. Ich sage, man kann nie genug Speed haben. Das habe ich jetzt in den letzten Folgen gesehen. Aber ich sag mal, jetzt mal gerade auf den Kampf drauf. Wir brauchen den Kampf jetzt und Schaden ist auch nie verkehrt. Schön Schaden, Speed und hier Leben und Stamina natürlich. Aber hier und Schaden ist, glaube ich, das A und O erstmal, das ist die Grundbasis, die wir brauchen. Dann eins der wichtigsten ist halt Speed. Und ja, ich erzähle auch schon wieder nur Dünnes. Aber ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Dann würde ich jetzt sagen, geht's weiter auf. Wir reagieren darauf nicht. Er kämpft weiter gegen Boxsack. Er läuft dabei auf sein Laufband. Und weil ich sag mal, wenn wir jetzt den 1 Skillpunkt kriegen und die nächsten 2 Tage halt hier drauf machen, wäre wunderbar. Gucken. Er hat 24. Ja gut, 24 reicht auch. Dann schicken wir die beiden wieder nach Hause. Machen wir den nächsten Tag. Und dann ab geht die Luzi. Wir machen zack, zack. Und du warst auf deinem Laufband. Der Kampf ist morgen. Heute gehen wir noch im Kampf mit ihm. Aber ich sag mal, auf 95 kommen wir noch. Auf 95 Leben kommen wir. Da haben wir die 95 Leben. Du gehst noch auf Speed. Dann machen wir den Fight mit Miller, dass er auf jeden Fall den Champion näher kommt. So. Ich hoffe, dass Miller uns nicht enttäuscht und auch richtig schön reinburnt im Champion Fight. Aber ich denke mal, Miller hat sich echt verbessert in den letzten Folgen. Ja, Blake gibt's halt nichts zu sagen. Das ist unser Superstar. Da muss er echt nichts so sagen. So, du gehst erstmal 9 Dings. Dann ist nicht verkehrt. Das brauchen wir. Du zack, zack, zack. Und den nächsten Tag schicken wir los. Jetzt ist der Kampf. Sag mal, ja, gut, das Ding, das gehört uns. Das packen wir in unsere Tasche. Weil, egal was er macht, er kriegt 3 Schläge ab, wird taunten erstmal, um ihn erstmal nervös zu machen, dann kriegt er den ersten Schlag in die Fresse. Dann denkt er, er könnte blocken, dann kriegt er die nächste Faust und dann ist er.
Ich denke nicht, dass er nochmal aufsteht. Oh, doch, er steht doch nochmal auf. Scheiße. Aber jetzt bleibt er liegen. Wie, du stehst nochmal auf. Das ist doch zum Kotzen. Bleib jetzt bitte liegen. Du siehst, du hast keine Chance. Also bitte bleib jetzt liegen. Das ist nicht immer genommen. Zack. Aber jetzt bitte. Wunderbar. Und sowas nennt man Rank. Ranked. Ja. Also, pff. Läppsch. Für unseren Blake ist das nix. Er müsste jetzt auf der Top 10, Top 30 nur. Okay. 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 In 4 Tagen. Das müssen wir hinkriegen. Ja, wow. Ich habe die ganze Zeit vergessen. Okay. Also, das habe ich noch nicht so verstanden, dass ihr müsst mir auch mal bitte in die Kommentare schreiben. Ich habe keinen blassen Schimmer. Gut, dir geht's nicht so gut, dann gehst du ab nach Hause. Dann machen wir das hier noch fertig, dass er auf die 100 HP kommt. In der Zwischenzeit, ich denke mal, wir machen Blake, ziehen wir in Grün an. Nee. Schwarz passt eher zu ihm. So, zack. Und da wird weiter trainiert. Wir haben das Taunten geht mir auf den Sack, das machen wir so weg. Und dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes hier drauf. Nee, wir machen jetzt hier. So. Wo ist er? Da ist unser Top Superstar. Next. Nee, machen wir nicht. Dir geht's wieder einigermaßen besser, das freut mich doch zu hören. Dann heißt es ab auf Mirror und da geht's wieder los. Attack Speed und natürlich Schaden immer wieder herzlich willkommen. Dich laufen halten. Dich laufen auf dem Hals. Oh, dieser Versprecher. Dich laufen lassen wir auf dem Laufenden. Dich schicken wir nach Hause, dich genauso und den nächsten Tag spielen wir auch auf. So. Wir brauchen mal langsam einen guten Sponsor. Ohne guten Sponsor wird das nicht. Wir geben keinen Kommentar ab. Wir machen einen auf arrogant. Der Sponsor ist auch bald fertig. Wunderbar. 2 Tage noch. Boost, boost. So. Dich ab nach Hause, dich ab nach Hause, da war ich kurz. Hatte ich gerade irgendwie so ein Blackout gehabt. Ich wusste gerade nicht mehr, was ich machen wollte. Aber egal. Haben wir hier was Neues? Nee. Ich verstehe es echt nicht. Egal. Die auf dem Laufenden. Du wir gegen den Dings. Morgen ist der Kampf. Boost, boost. Das hat Rebel. Den kannst du wieder drauf. Dich kriegen wir nicht voll. Na super. Du kannst wieder drauf. Den schicken wir nach Hause. Was ich mich jetzt frage, so, oh, continue, wollen wir denn mit Miller noch weiter in der Ranked Liga bleiben und da erstmal noch ein paar Kämpfe aushalten oder sagen wir gehen gleich in die Silber Elo hoch? Das ist jetzt meine nächste Frage. Es wäre das, was ich auch nochmal wissen würde.
ist der nächste Tag angetroffen. Miller steht nun im Kampf drinne. Wir sind guter Dinge. Wir machen das dann natürlich auch. Und dann heißt es, auf geht's. Zwei Schläge und der Typ liegt. Gucken, ob er ist ein zäher Bursche auf jeden Fall. Aber das bringt ihn auch nicht gegen Miller. Dafür hat er zu viel Stärke auf seiner Faust. Der zerbricht sogar Steine mit seinen Schlägen. Und der müsste jetzt aber liegen bleiben. Dazu hat er keine Kraft mehr. Wunderbar, er ist Knockout. Und somit haben wir den Kampf beendet. Wir sind hiermit fertig. Und dann ist da dieser Championship, da wo wir gegen den Champion fighten und somit auch entscheiden, ob wir der King sind in der Hood oder nicht. Ich bin gespannt. Er kriegt jetzt wieder seinen nächsten Skillpunkt dazu. Dann hier nochmal schön boosten. Dann schicken wir ihn nochmal nach Hause. Ihn nach Hause. Den machen wir den nächsten Tag. Den machen wir auch next day. Dann sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Und dann sage ich nur noch, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag oder Abend. Und das war's. Euer Ossi.